Hallo liebes Publikum und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Staffel 3. In der letzten Folge haben wir hier angefangen, so ein paar Umrandungen abzustecken für mögliche Bauten und so weiter und so fort. Und ich habe mich gerade so ein bisschen mit VLC-Player rumgeschlagen, weil der irgendwie nicht so ganz das machen will, was ich ihm sage. Weil irgendwie kann ich da keinen globalen Hotkey setzen, dass ich da einfach Play drücken kann. Das heißt, egal was jetzt mit der Musik passiert, ich habe darauf keinen Einfluss, außer dass ich es ein bisschen lauter und leiser machen kann. Aber dadurch, dass ich sowieso separat aufnehme, kann ich im Nachhinein eh noch ändern, wie ich was will. Aber was ich jetzt zwischendrin gemacht habe in den Aufnahmen, also mein Inventar ist immer noch dasselbe, aber ich habe die Kisten wieder aufgefüllt. Und was ich damit meine, ist, ich habe alles so wiederhergestellt, wie es gewesen ist, bevor ich halt die Karte neu machen musste und so weiter und so fort. Und dafür bin ich in alte Folgen reingegangen und habe geguckt, wo habe ich das letzte Mal in welche Kiste reingeguckt und was war dort alles. Und tatsächlich muss ich mich korrigieren. Ich hatte offenbar die Folgen noch rausgebracht, wo ich angefangen habe, das Stadttor zu bauen. Ich habe es aber dann nicht nochmal neu aufgebaut, als ich die Karte neu gemacht habe. Dementsprechend fehlt das alles. Und man sieht, hier habe ich jetzt endlich meine Materialien. Das hier ist die Kiste, die da gestanden hatte, mit allem, was da drin war. Und das hier ist mein altes Inventar. Das ist exakt das, was ich im Inventar hatte, als ich das letzte Mal aufgenommen hatte, bevor wir jetzt aufgenommen haben. Und das heißt, wir haben unsere Diamantsachen wieder. Was ich sehr cool finde, dann kann ich hier erstmal ein paar Sachen auffüllen. Und jetzt müssen wir halt nicht die ganze Zeit Zeug hochfarmen. Ich habe meine Dark Oak-Geschichten wieder. Ich habe hier so ein bisschen was von den Steinziegeln wieder. Und. Also, ja, wir müssen jetzt nicht noch Ewigkeiten Material farmen oder so. Wir haben auch Knochenmehl und. Wir haben so viel verschiedenes Zeug. Wir haben Sandstone, was sehr gut ist. Weil damit können wir direkt hier sagen, okay, machen wir noch ein paar Sandstone Slabs. Das sind, glaube ich, die wir brauchen für den Marktplatz, weil den würde ich gerne zuerst machen. Mit dem bisschen Sand kann ich nicht viel anfangen. Aber jetzt können wir ja uns durch die Kisten durchgucken, ob wir da noch irgendwo Sand haben. Da haben wir noch Sand zum Beispiel. Ach ja, schön. Und ja, ich habe mir damit natürlich mal wieder viel zu viel Arbeit gemacht. Anstatt einfach irgendwie, ich weiß nicht, was ich sonst hätte machen sollen, aber ist ja auch egal. So haben wir das Ganze jetzt einfach und unsere Inventare sind wieder da und alles ist schick, ich bin glücklich und wir haben jetzt nicht stundenlang an irgendwie Zeug hochgefarme. Im Moment, was habe ich da gerade gemacht? Boom, da. So, das sollte, glaube ich, jetzt genug Sandstone und Sandstone Slab sein. Weil dann machen wir zuerst mal den Marktplatz. Würde sagen, das ist irgendwie so das Klügste. Dann können wir nämlich darum entscheiden, ob wir ein paar Häuser hier vorne noch hinbauen oder da hinten oder so. Genau. Und ich musste meine Minecraft-Musik-Playlist auch komplett neu machen, weil die hatte ich auch nicht mehr von früher. Da sind jetzt ein paar neue Songs dabei. Vieles ist irgendwie aus anderen Spielen rausgenommen. Also halt, wie man gerade gehört hatte, aus Yoshi's Woolly World. Das hier ist jetzt aus so einer Free-to-Use, wie nennt sich das nochmal, aber auf jeden Fall darf ich die einfach benutzen und das Schaf hat gerade offenbar um jemanden getrauert. Es tut mir leid. Ich würde sagen, es läuft doch eigentlich. Also ist doch, so spielt sich das jetzt wesentlich besser und ganz ehrlich, ich habe jetzt ein viel besseres Gefühl, was das Let's Play angeht. Weil wir eben nicht so viel Material neu sammeln müssen. Das freut mich total gerade, muss ich ehrlich sagen. Das ist für mich eine Sache, die mag ich, weil ich dachte jetzt schon, ich muss zwischendrin jetzt stundenlang Sachen hochfarmen oder so. Nein, ich bin einfach in den Kreativmodus gegangen. Ich bin auch nicht mehr im Kreativmodus. Ich habe es gerade nochmal gecheckt, dass ich das umgestellt habe. Hab einfach die Kisten wieder aufgefüllt mit dem, was drin war. Das heißt, wir müssen auch jetzt nicht irgendwie neue Schwarzeichenbäume suchen oder sowas. Da kam ein Hühnchen raus, das ist gut. Und. Das hilft uns einfach ungemein. Das hilft uns so ungemein. So, und jetzt ist es dunkel genug, dass wir auch schlafen gehen können.
Ach ja, ach ja, ach ja. Aber ich bin ehrlich gesagt, ich bin ziemlich froh drüber, mal wieder Minecraft zu spielen. Also es macht mir wirklich direkt schon wieder Laune. Und da habe ich direkt den Bock, mehr zu machen. Und vor allen Dingen einfach auf dieser Map zu spielen. Ich habe gar nicht auf dem Schirm gehabt, wie viel Freude mir das bereiten würde. Und wie viel Nostalgie auch einfach hochkam, als ich so ein bisschen die Folgen nochmal angeguckt hatte und so. So die ganzen Folgen irgendwie zum Beispiel eben mit Shireen zusammen oder. Halt alles, was da so mit dabei gewesen ist, die ich mir nochmal angeguckt habe, so was die letzten Folgen gewesen sind. Die ganze Musik, die halt im Hintergrund immer lief. Oh, wir brauchen mehr Sandstein als Sandsteinstufen. Tatsächlich, weil die Sandsteinstufen sind ja nur die Außenumrandung. Das habe ich irgendwie nicht ganz bedacht, aber wir können auch einfach zwei Sandsteinstufen dann immer übereinander bauen. Ich habe aber jetzt nichts irgendwie an den Markierungen geändert, die wir bisher gemacht haben oder. Das ist alles gleich wie beim letzten Mal. Deswegen würde ich sagen, widmen wir uns erstmal direkt, wie gesagt, dem Marktplatz. Ohne weitere Umschweife fangen wir da einfach an. Ja, das Problem wird einfach nur sein, ich dachte mir halt, dass ich dieses Let's Play halt ein bisschen mehr bearbeite als früher und nicht einfach so die Musik durchlaufen lasse oder. Und je nachdem, wo ich den schneide, ist natürlich die Musik nicht in dem Moment vielleicht da, aber damit es halt in der Aufnahme, in der fertigen Folge dann besser wirkt, dass ich dann einfach die Musik separat nochmal drunter lege oder halt das ein bisschen hin und her schiebe. Aber wenn ich jetzt mit der Musik immer mitsinge, was ich ja meistens mache, ich muss ja zugeben, das ist ja das, was einfach passiert. Weil wenn ich Musik höre und die Musik kenne, dann muss ich einfach mitsingen. Das liegt mir einfach so im Blut. Das ist schon immer so gewesen und das ist ein Naturgesetz, das wird sich nicht ändern. Denke ich einfach mal. Dementsprechend, ja, muss ich mal gucken, wie ich das dann mache im Editing. Das ist jetzt eher so ein Ich-Problem, als dass es euch irgendwie jetzt irgendwie beeinflussen würde oder für euch irgendeinen Unterschied machen würde, theoretisch. Wie gesagt, halt, ja, dass ich dann halt die Sachen irgendwie nochmal anders neu bearbeiten muss, aber das kommt halt mit dem Territorium, das kommt halt mit der Arbeit dazu. Und das ist es halt. Früher, glaube ich, haben viele Leute, oder es ist auch immer noch so, Leute, die halt anfangen zu Let's Playen, die unterschätzen das ein bisschen, wie viel Arbeit das macht. Weil es ist so viel noch dazu, als einfach nur zu spielen und ein bisschen zu quatschen. Ein Let's Play ist halt auch einfach zum Großteil und zum meisten Teil Editing. Irgendwer hatte mich, glaube ich, auch mal gefragt, irgendwie, was ich sagen würde, ich weiß nicht, wer es gewesen ist, aber was ich sagen würde, wie viel Prozent Let's Play ist Editing. Und ich würde schon sagen, 60% ist Editing. Je nachdem natürlich, wie viel Arbeit man sich damit macht. Also früher habe ich halt sehr viel einfach Start-Stopp-Aufnahme gemacht und einfach nur, ja, einfach nur gesagt, ja, vorne Cut, hinten Cut und also da, wo ich anfange zu reden, da, wo ich aufhöre zu reden und gut war dann. Da habe ich wenig mehr irgendwie in den Videos gemacht und stellenweise mache ich das auch immer noch tatsächlich. Es kommt immer aufs Projekt an. Aber es gibt einige Projekte, bei denen habe ich das doch durchaus ein bisschen anders gemacht und ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt. Aber es kommt immer drauf an. So, hi Shireen. Hast du ein bisschen Sand für mich? Sandstones nehme ich auch sehr gerne. Eisen, sehr schön. Ja, unsere Seltenheitskiste. Da waren keine Diamantblöcke drin, finde ich interessant. Aber 16 Diamanten. Also so zuletzt, was ich da gemacht habe. Auch die beiden Kisten habe ich jetzt nicht im Let's Play gefunden, wo ich die mal aufgefüllt habe. Oh, hier habe ich noch ganz viel Sand. Ich wusste. Irgendeine hat ganz viel Sand gehabt, irgendeine Kiste. Und wir haben auch eine Diamantrüstung jetzt an. Also, ja. Hat sich einiges getan seit letztem Mal. Einfach, weil ich das wieder einfach wieder hergestellt habe, so wie es früher mal gewesen ist. Ich glaube, ich behalte mal ein Stack normalen Sand, so wie er ist. Vielleicht brauche ich nämlich noch welchen.
Ich krieg's einfach nicht raus, aufzuhören, mit der Musik mitzumachen. Aber ja, dieser Marktplatz ist einfach instant um so viel größer als vorher. Und ich glaube, das reicht dann auch, um... Ja, und ich lass den alten Weg einfach da drunter. Das reicht definitiv, um hier so ein paar coole Marktstände mit draufzusetzen. Wie gesagt, wie ich das dann irgendwie eventuell mit Villagern mache, um die dann herzuholen, bin ich noch nicht ganz so sicher. Genau, was wir nämlich auch machen können, ist einfach die Slabs benutzen und das damit auffüllen. Macht, glaube ich, im Endeffekt keinen Unterschied, weil es ja immer auf komplette Blöcke zurückführt. Ich glaube, auf denen kann ich auch ganz normal bauen. Sollte es da Probleme geben, werde ich die natürlich dementsprechend dann austauschen irgendwann. Ja, aber so an sich brauchen wir noch eine ganze Menge mehr Sand. Okay, gut, das ist natürlich jetzt super gelaufen. So, dann machen wir hier erstmal so ein bisschen Licht auf der Fläche. Weil wir haben ja dadurch, dass wir jetzt hier so die Fackeln vom Boden genommen haben, haben wir ja ein bisschen weniger Licht überall. Wir wollen ja nicht, dass wir von einem Creeper oder so überrascht werden. Wir brauchen mehr Sand. Habe ich nicht immer hier hinten Sand abgebaut? Ich mag mich erinnern, dass ich irgendwie immer so in die Ecke gegangen bin. Das hier ist offenbar das Territorium der Schafe. Oder generell der Tiere. Territorium der Tiere. Demnächst im Kino. Meine Güte, es wird abends halt echt so stockduster, aber mit Shadern ist es einfach so schön. Also, mit richtig guten Shadern ist dieses Spiel einfach mega toll. Also es ist wirklich ein himmelweiter Unterschied, ob man Minecraft mit oder ohne Shadern spielt. Natürlich kann ich auch verstehen, wenn Leute sagen, sie mögen mehr den alten Flair von Minecraft und spielen lieber ohne Shader. Und ich kann definitiv noch mehr die Leute verstehen, die halt das alte Minecraft spielen, weil ihr Rechner nicht gut genug ist. Das war halt bei mir früher der Fall. Wir haben wieder Schwarzeichenholz und Schwarzeichen-Saplings. Ich bin so froh darüber. Roten Teppich. Ne, roten Teppich brauchen wir nicht, aber wir haben auch einiges an roten Blumen überall in Kisten drin gehabt. Die muss ich auch mal zusammensammeln. Hier, Red Poppy. Yeah. Und da noch mehr. Weil daraus können wir rote Färbung machen und damit können wir dann rote Schafe machen. Und wir brauchen ja die rote Wolle, beziehungsweise wir können auch die Schafe einfach weiß lassen und dann sagen, okay, wir wollen jetzt die Hälfte der Wolle ja, rot machen. Man bekommt echt extrem wenig Sandstein dabei raus, wenn man Sand macht. Also, wenn man mit Sand Sandstein macht. Das war das Lied, was ich eigentlich heute zum Intro bringen wollte. Das Kirby... nicht Kirby. Das Pikmin 3 Intro Dingens. Und dann hat das nicht funktioniert. Weil VLC-Player warum auch immer richtig schlecht geworden ist. Ich verstehe nicht mal warum. Zum einen macht es bei mir keine Playlists mehr, wenn ich einfach mehrere Sachen halt markiere und dann sage, spiel mir die Sachen mit VLC ab. Dann nimmt er wirklich nur den Song, auf dem ich gerade mit meinem Cursor bin. Und den Rest ignoriert er einfach. Den packt er nicht mal in die Wiedergabeliste. Und ich weiß nicht genau, warum er das gemacht hat. Deswegen habe ich jetzt einfach separat die Playlist erstellt und werde die jetzt einfach anschmeißen. Aber ich kann halt nicht meine coole Play-Taste auf meiner Tastatur benutzen. Die sollte eigentlich funktionieren. Ich habe die als Global Hotkey eingestellt und trotzdem ignoriert VLC, wenn ich den drücke. Sofern ich nicht VLC selbst angeklickt habe. Das ist halt die Voraussetzung dafür. Ich muss VLC, das muss das aktive Fenster sein, damit das funktioniert. Und ich verstehe nicht ganz, warum das so ist. Bin ich mal ganz ehrlich. So. Ich werde mir einfach mal hier hinten einiges an Sand mopsen.
Das ist weit genug von uns weg. Und wenn es einmal geschneit hat, dann wird das sowieso überschneit werden. Das heißt, ich kann dann einfach hier mit Erde alles wieder auffüllen. Aber so brauche ich jetzt erstmal den Sand eher. Ich habe immer so ein bisschen im Kopf, also ich denke mir nicht, okay, jetzt gucken nur ein, zwei Leute diese Videos oder so. So habe ich eigentlich nie wirklich gedacht. Ich weiß, zusammen mit dem Captain haben wir ab und zu mal unsere Witze darüber gemacht irgendwie. Ja, dann guckt hier so eine Person uns zu, so nach Motto, haha. Das ist halt mittlerweile irgendwie so ein Running Gag geworden. Aber ich denke, meine Videos kann man sich trotzdem angucken. Ach man. Ja, nee, also... Das war's mit der Schaufel, deswegen gehe ich zurück und hol mir unseren Diamantklatscher. Das habe ich jetzt einfach spontan so getauft, die Diamantschaufel. Genau, und hier sind wir ja schon bei der guten Messerküste, die einfach abgesäbelt wurde. Das heißt, bis dahin ging der Map Generator und weiter nicht. Das ist dann... Ist dann wahrscheinlich vom äußersten Punkt, wo ich hier irgendwie gewesen bin, 16 Chunks nach dort. Das ist also ungefähr von hier nach da. Das ist so ein bisschen wie Han Solo, der angibt damit irgendwie, ja, ich habe das in 12 Parsecs geschafft. Und früher dachten Leute, das ist irgendwie eine Zeitangabe oder sowas. Aber das ist eine Entfernungsangabe. Und deswegen hat Obi-Wan ihn so ein bisschen so angeguckt, so really? Ich habe nicht mal eine Diamantschaufel. Weil er dachte irgendwie, er erzählt mir irgendwas. Ich habe das in 12 Parsecs geschafft und kennt sich damit nicht aus. Oder er gibt halt mit was an, was irgendwie keinen Sinn ergibt. Ich habe doch Sticks dabei. Na gut, ich kann auch nicht den einen noch mitnehmen und das dann auch in Sticks verwandeln. Dann haben wir wenigstens mehr Sticks. Und ich will ja gerade sowieso nur zwei Diamantschaufeln machen. So. Und weiter geht's. Zurück zum Sand. Oh, eine Höhle. Cool. Da werde ich mal mir das markieren. Dass da eine Höhle ist. Wenn ich da mal wieder dran vorbeirenne, dann werde ich die Fackeln sehen und denke mir, oh, hier ist ja irgendwas. Zack, zack, zack. Jawohl, geht doch viel besser direkt. Nee, das hätte ich anders machen sollen, fällt mir gerade auf. Man kann keine angeditschte Sache, kann man die noch enchanten? Dass ich vielleicht noch Effizienz, beziehungsweise am besten eigentlich Haltbarkeit draufwerfen kann. Glaube, das wäre ganz hilfreich. Weil ich meine, wir haben immer noch die 77 Level, die ich nie ausgegeben habe. Die habe ich immer noch seit dem Enderdrachen mitgezogen. Das muss man sich mal überlegen. Seit dem Enderdrachen, dem Ende von Staffel 1, in Gesamtstaffel 2, habe ich auch immer die 77 Level gehabt. Ich bin offenbar nicht einmal gestorben in Staffel 2. Was ich irgendwie sehr erstaunlich finde. Aber ja, habe ich überhaupt... Moment. Wo steht's denn? Options? Nee, es steht schon wieder... Nee, doch. Easy war... Da gab's auch Gegner. Machen wir normal. Gehen wir mal auf normal. So, gucke ich mal. Ah ja, ich brauche erst noch Lapis. Du hast kein Lapis, nein. Und es war auch echt schwer, nicht die Kisten direkt zu sortieren mit dem Zeug. Ich wollte sie wirklich erstmal so belassen, wie sie sind. Ah ne, ich habe... Lapis habe ich hier drin. Nicht nur Lapis, sondern sogar Lapis Lazuli Blöcke. Ich glaube, die nehme ich direkt mit runter. Hatte ich hier eine Kiste drin? Nee, da war eine Kiste drin. Nee, auch nicht. In irgendeiner Kiste war eine Kiste. Aber es ist an sich nicht das Problem. Wir können auch einfach noch eine Kiste machen. Ich habe eine Kiste im Inventar. Das ist es. Hm. Naja, egal. Machen wir es jetzt so. Dup, dup, dup. Kiste. Kiste. Zack, zack. Lapis, Lapis. Was ist das denn? Danke.
Also dann kann ich das Lapis ja direkt mitnehmen. Zack. Und Schäufelchen Unbreaking, Unbreaking Efficiency. Ich will ja eigentlich mehr nur das Unbreaking haben. Mach mal Unbreaking 2. Okay. Was hast du jetzt? Unbreaking 1, Efficiency 2, Efficiency 4. Und Silk Touch. Weiß nicht, ob Silk Touch jetzt irgendwie so wichtig ist und so einen großen Unterschied macht. Aber wir können theoretisch mal mit dem Helm gucken. Machen wir mal ein bisschen Lapis Lazuli. Ob wir da direkt irgendwie so Atmung bekommen. Projectile Protection, Unbreaking, Protection 4. Weiß ich jetzt nicht genau, um ehrlich zu sein. Mr. Brustpanzer. So, Protection 4, cool. Das heißt, egal was passiert, wir sind erstmal sicher. Unbreaking Protection 3 und Unbreaking 3, auch gut. Sowas wollen wir doch haben, so. Hast du jetzt vielleicht Respiration und Fire Protection, sehr gut. So, wenn ich jetzt noch Federfall bekomme, dann sind wir im Spiel. Unbreaking und Protection. Ja, das gefällt mir trotzdem. Zack, zack. So. Und dann haben wir jetzt erstmal die Schaufel mit Unbreaking und eine mit Efficiency und Silk Touch. Efficiency ist so unnötig. Und es ist nachts. Efficiency mit einer Diamantschaufel ist so unnötig. Weil eine Diamantschaufel sowieso so viel macht. Aber ja, dadurch, dass wir immer noch die 77 Level hatten, sind wir natürlich immer noch extrem gut aufgestellt, was Level angeht. Weil jetzt sind wir gerade mal bei 62 Level, also auf 62 Level runter. Wir haben gerade mal 15 Level aufgebraucht. Und haben jetzt eine komplett enchantete Rüstung, wie ich es eigentlich früher hatte, aber das ist jetzt mal dahingestellt, ob das jetzt so wichtig ist im Moment. Aber dennoch, wir können theoretisch noch ein Schwert und eine Diamantspitzhacke und sowas alles enchanten, wenn wir es dann benötigen. Aber im Moment war das jetzt erstmal das Wichtigere, denke ich. La, 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 la. Machen wir hier mal weiter. Ja, aber ich glaube, selbst mit Efficiency würde das jetzt hier nicht... Ja, würde das jetzt hier nicht so viel schneller gehen. Wenn ich mal ehrlich bin. Ich glaube, es macht nicht so einen großen Unterschied. Ach ja. Da, ba, ba. La, 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 la. Ich baue hier Sand ab und es ist einfach nur still. Und es hat keinen Stil. Ich habe eine Diamantshow. Feld, das war richtig doof getrennt. Von den Silben, die ich hier vor mir her singe. Oh nein. Er singt schon wieder, also muss dieses Lied hier sein. Dieses Schwein. Ich konnte gerade keinen Reim finden, außer Schwein. Doch, so soll das sein. La 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 la. Gib mir Sand, 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 Sand. Gib mir den Sand, 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 Sand. Ah ja, stimmt, ich habe jetzt den Atmungshelm. Dadurch können wir ja länger unter Wasser bleiben. Das ist eine ziemlich gute Sache tatsächlich, wie man sieht. Damit können wir jetzt den Sand viel besser abbauen, wenn wir unter Wasser sind. Sandstein. Wenn wir direkt Sandstein bekommen können, dann wollen wir den natürlich auch direkt roh mitnehmen, klar. War das jetzt die... Ja, das war die Unbreaking, okay.
Zack, zack, zack. Gib mir den Sandstein. Yes. Yes, mehr Sandstein unter mir sogar noch. Sehr gut. Je mehr Sandstein wir hier bekommen, desto besser. Jetzt muss ich mir gleich nur wieder einen Weg rausbauen. Das ist so ein Ding. Hacke weg. Neue Hacke da. Jetzt mache ich mir auch keine Sorgen darum, die Eisenspitzhacke zu verwenden, weil wir haben so viele Eisenblöcke und generell Eisen. Das ist kein Thema mehr. Das ist überhaupt kein Thema mehr, wie in der letzten Folge. Wir haben eine Diamanthacke, wir haben mehr als genug Eisen für Eisensachen. Wir haben Diamantsachen. Das ist alles kein Problem mehr. Zack. Und schon kommen wir wieder raus. Sehr gut. Und ich glaube, das war jetzt erstmal ganz gut. Genug Sand. Bupp. Zack. Ein Sand bleibt übrig. Aber wir haben mehr als genug Sandstein gemacht. Das sollte jetzt aber reichen. Ich weiß, ich verkalkuliere mich da immer und mache immer zu wenig. Oder oft auf jeden Fall. Ich habe auch in die Kisten da oben noch nicht nochmal reingeguckt. Also da hätte auch noch gut was drin sein können. Ich wüsste nicht, warum da oben Sand sein sollte. Naja, für die Fenster. Sand sein sollte. Ich mag Alliterationen. Ich weiß nicht, die geben meinem Hirn irgendwie so ein Gefühl von, ja, das ist richtig. Das fühlt sich einfach richtig an, wenn irgendwie so, keine Ahnung, so Monster Mash. Sehr seriös. Halt, dass die beiden Worte, also wenn man zwei Worte sagt und der erste Buchstabe ist gleich und die am besten die Worte klingen auch noch ähnlich. Oh. Wie sieht's mit euch aus? Mögt ihr Alliterationen? Und wenn nicht, was ist euer liebstes Stilmittel in der Literatur? Schreibt es in die Kommentare. Und schreibt am besten mit Alliterationen in euren Sätzen. Dann kriegt ihr garantiert euer Kommentar von mir geherzt. Das verspreche ich euch. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Es hat tatsächlich immer noch nicht ausgereicht. Es hat tatsächlich knapp immer noch nicht ausgereicht. Jetzt gehe ich mal nach oben. Und guck mal, ob wir da doch noch Sand gehabt haben. Yes! 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 Hier oben war noch mehr als genug Sand. Das sollte doch jetzt reichen. Machen wir trotzdem noch mal mehr. Schlafen können wir noch nicht. Genau, und oh mein Gott, wie viel Glas wir hier oben noch haben. Wir haben sogar Blaze Powder hier oben. Papier, Bücher, Oak Signs, Obsidian ist auch noch hier. Was habe ich denn hier oben mit Obsidian gewollt? Ach, da habe ich den Fernseher mitgebaut, stimmt. So, dann können wir hier noch schnell die restlichen... Natürlich. So, zack, 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 zack. So, und schon ist der Marktplatz ein bisschen besser aufgebaut. Dann machen wir uns jetzt noch... Ich brauche noch insgesamt 4 Slabs, denn die Ecken müssen noch aufgefüllt werden. Und dann haben wir den Marktplatz zumindest schon mal größer gemacht. Aber das, was beim Marktplatz natürlich noch fehlt, ist, dass der Brunnen in die Mitte, der muss ganz in die Mitte rein. Und einen von den Pöllern habe ich offenbar vergessen. Das habe ich mir vorhin schon gedacht, so Moment, ich hatte doch jetzt noch keine 4 Pöller weggemacht. Das waren doch nur 3, aber den habe ich hier in der Ecke irgendwie nicht gesehen. So, und jetzt, jawohl, ist der größere Marktplatz jetzt aufgebaut. So, jetzt brauche ich einen Eimer. Da ist ein Eimer, genau. So, dann kann ich das Zeug erstmal da reinpacken. Das kommt dahin. Die kommen auch da rein. Okay, jetzt habe ich halt die 3 Eimer noch dabei. Wuppdidu. Damit nehmen wir jetzt da oben erstmal das eine bisschen Wasser weg und dann gucken wir mal, dass wir die Mitte finden. Wie viele Blöcke habe ich jetzt eigentlich? Wie viele Blöcke groß ist der Marktplatz jetzt eigentlich? Viel zu groß.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Das heißt bei 12. Das heißt, ich muss ihn tatsächlich nur 1 zur Seite verarbeiten quasi. Das heißt, wir gehen von hier aus erstmal so dahin. So, aber das Wichtigere ist in der Breite. Wo müssen wir hier hin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Es ist immer noch quadratisch. Oh, das tut gerade richtig gut. 12, nee, Moment, 13. Wir müssen bis zur 13 vor, weil mit der Kante unten... Nee. 12 ist schon richtig. 12 ist schon richtig. Ich wollte gerade sagen, mit der Kante unten ist das ja... Okay, 13. Also die Mitte, der muss hier hin. Wupp. Genau, das hier ist ja der ausmodellierte... Der Chisel Sandstone. Genau, du kommst dahin. Das heißt, du bleibst auf der Dingens, aber... So. Dann... Da. Zack, zack. Da ist der. Das heißt, den machen wir uns so als Guardrail. Zack. Genau. Dann kommst du dahin. So, nehme ich mir einfach mal komplett die jetzt schon wieder weg, weil jetzt wissen wir ja, wo wir hinwollen damit. Zack, 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 zack und zack. Und die drei in der Mitte. Bam, bam, bam. Und bitte. Jawohl. Der sollte jetzt auch wieder mittig sein vom Platz selber. Nehmen wir noch die Erde mit. Er wirkt jetzt ein bisschen klein. Aber das liegt nur daran, dass es gerade kalt ist. Ich meine... Ist natürlich klar, dass er jetzt im Verhältnis irgendwie zum größeren Marktplatz der Brunnen vielleicht ein bisschen... Bisschen kleiner wirkt, klar, weil außenrum alles größer geworden ist. Dennoch werde ich den nicht vergrößern, weil wir brauchen den Platz ja natürlich für die Marktstände. Aber dann brauche ich... Was hatte ich gerade? Ein 3x3 schwarzes Brett. Das heißt, wir brauchen die mittleren drei. Das heißt, bei 24, wenn wir drei brauchen, sind das zur Seite weg 21. 21 durch 2 geht nicht. Das sind 10,5. Das ist natürlich doof. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann hier 1, 2, 3 und dann hier. Und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da habe ich eine Idee. Dann kommt, Moment, 1, 2, 3, 4. Dann machen wir das schwarze Brett einfach 1 breiter. Und dann ist es generell passend. So, was ich mir jetzt immer auch machen werde. Und ich weiß nicht genau, wie es heißt. Aber es gibt ja eine coole neue Sache. Anführungszeichen neu, für mich ist sie neu. Mit der man besser bauen kann. Beziehungsweise einfacher bauen kann. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was ich dafür brauche. Scaffold, nee. Wooden. Ich brauche Bambus dafür, ne? Bamboo. Ich habe kein Bambus. Ich kann die Teile noch nicht bauen. Naja, machen wir es einfach weiter mit Erde, so wie ich es ja früher gemacht habe. Hier bauen wir noch richtig klassisch, so wie man früher in Minecraft halt gebaut hat. Und zwar machen wir uns
R-Treppen. Genau, dann auf der Ebene noch. Brauchen wir noch 3 Holz. Und dann haben wir den Marktplatz erstmal. Beziehungsweise, nee, dabei belassen wir es natürlich nicht. Wer bin ich denn? Ich habe doch den Marktplatz noch nicht mal ansatzweise fertig. Das ist ja jetzt nur die Fläche, die ich jetzt so gemacht habe. Wir brauchen ja auch ein paar Marktstände. Tada! Sehr gut. Wo möchte ich mit den Marktständen ansetzen? Also ich glaube halt, das schwarze Brett, das bleibt halt erstmal hier so. Also das ist... Machen wir so 1, 2 daneben frei und dann... Sind die Marktstände halt immer so ein bisschen so... Ne, mit Holzzäunen irgendwie. Das sind halt so... Wie man es halt kennt. Und jetzt hätte ich die Slabs wirklich eigentlich gut gebrauchen können, glaube ich. Also, wenn man überlegt, wie sieht so ein Marktstand aus? Die sind dann immer so... So halt, ne? So drahtig irgendwie. Und dann haben sie oben drüber eigentlich meistens halt ein bisschen irgendwie was Überdachtes. Da muss ich mal gucken, wie ich das dann mache. Hatte ich hier nicht eine Kiste? Ah, die hatte ich abgebaut beim letzten Mal, richtig. So. Genau, und im Endeffekt hat man dann immer so... Okay, dafür habe ich jetzt keine Slabs gebraucht. Sondern einfach nur hier so, die Waren liegen halt so auf so einem, auf so einer Fläche. Und hinten ist eigentlich immer so zu. So ein bisschen. Aber das sieht nach nichts aus oder so. Das sieht... Ne, das gefällt mir irgendwie noch nicht so ganz, aber das ist es ja im Endeffekt. Dann ist hier oben noch so quasi, kann man noch so ein Dach machen mit Wolle vielleicht? Wie kann es denn sein, dass ich jetzt die ganze Zeit die Kisten finde, wo keine Schere drin ist? Ich habe an so vielen unnötigen Orten Scheren gehabt. Und ich finde einfach gar keine. So, ich kann mir ja, nee, nicht die Kakaobohnen, sondern das da. Klar, ich habe Eisen dabei, ich kann mir auch einfach Schere machen. Ist kein Problem. Ich wollte gerade irgendwas anderes sagen, aber ich habe schon wieder voll vergessen, was ich sagen wollte. So, bitte danke. Zack, zack, zack. Dankeschön. Dankeschön. Very appreciating. Danke, danke. Und da hast du direkt auch schon wieder Wolle. Fresst! Fresst meine Schafe, damit ich euch scheren kann. Und es fressen nur die Kinder, natürlich. Naja, gut, dass die Kinder was essen. Das ist nicht verkehrt. Oh nee, das funktioniert sogar. Wenn ich einfach so sage, okay, hier oben drauf. Ah, ich kann die nicht verbinden. Ich kann die nicht miteinander verbinden. Dafür muss oben komplett... Muss komplett dicht sein mit Zaun. Oh, oder irgendeinem anderen Block. Nein, da wollte ich den nicht hinpacken. Das wollte ich machen. Dann kann ich ja sagen, hier, gib mir mal mein Teppich wieder. Keine Ahnung, wo der jetzt gerade hingeflogen ist oder warum die hier hinten hingeflogen sind. Sagen wir es so. Ist das vielleicht irgendwie so? Macht das was her? Oh, da brauche ich ja noch mehr Wolle einfach für andere Marktstände und für noch was, was ich bauen will. Warum brauche ich denn für alles Wolle? Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Moment, wir haben doch da hinten Schafshügel gehabt, oder nicht? Oder waren das alles Schweine und Kühe? Auf geht's, wir gucken.
Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ich kann nicht aufhören, mit der Musik mitzugehen. So kann ich doch nicht zur Not irgendwie Sachen ummachen, umbauen, umschneiden. Ihr wisst, was ich meine. Oder die Musik anders drunter legen. Weil wenn ich jetzt einfach nur, wie gesagt, unwichtige Sachen rausschneiden würde, die Musik so lassen würde, wie sie jetzt ist, dann würde die ja immer abgehackt sein. Jesus Christ, sind hier viele. Oh, hier sind viele Schafe. Oh mein Gott, ist das gut. Was ich ja auch sehr interessant finde, so, wenn man mal bedenkt, es wird ja immer so auch von Schäfern und so gesagt, dass die, dass Schafe und alles, dass die halt immer mal wieder so einmal im Jahr geschert werden müssen. Was machen bitte Schafe in der Natur, die halt nicht von Menschen geschert werden? Beziehungsweise vor dem Menschen. Wie hat sich die Natur das gedacht mit den Schafen? Wenn die ihre Wolle nicht natürlich verlieren. Also warum ist das genetisch bei denen so, dass die Wolle einfach wächst und wächst und wächst und wächst? Ist das nicht gefährlich für Schafe so aus in der Natur, wenn der Mensch nicht was machen würde? Oder ist das einfach so ein menschliches Ding? Dass wir Menschen irgendwann gesagt haben, Schafe müssen geschert werden. Irgendwie Schafe müssen, oder nicht Schafe, sondern Pferdehufe müssen gekürzt werden. Und so weiter und so fort. So eine Sachen. Ich meine, irgendwann kamen die Menschen aus, halt einfach aus natürlich praktischer Sicht auf diese Ideen und irgendwie die Wolle zu verwenden und so weiter und so fort. Das verstehe ich ja. Aber wie ist das sonst in der Natur halt so? Wenn der Mensch eben nicht eingreift, dann wachsen die Hörner von Ziegen halt irgendwie eventuell in ihr Auge rein und halt, wie gesagt, Hufe von Pferden und so weiter und so fort sind halt die ganze Zeit am Wachsen und machen den Probleme beim Laufen und alles. Warum ist die Natur so gemein zu diesen Tieren? Also wie ist das von der Natur her so gedacht? Warum ist das... Oder haben sich mittlerweile einfach aufgrund, weil der Mensch so eingegriffen hat, dass sich die Genstruktur der Tiere so geändert hat, dass diese Sachen passieren? Weil Menschen angefangen haben, Hufe zu trimmen und Schafe zu scheren und so weiter, dass die Sachen einfach mehr wachsen als vorher. Dass sich das einfach über die Generationen hinweg so etabliert hat und so halt in die Genstruktur reingewachsen ist quasi. Weil wir verändern uns, wir passen uns an. Alle Lebewesen passen sich genetisch an, beziehungsweise das passiert einfach. Wir machen das ja nicht, weil wir gerade Bock drauf haben. Deswegen haben wir wirklich die wenigsten Menschen auf der Welt noch Schwimmhäute zwischen den Fingern und Zehen und so. Aber ich habe letztens irgendwie einen YouTube-Short gesehen, wo ein Mädel mit ihrem Freund redet und dann denkt er, sie redet irgendwie darüber, dass er sich beschneiden lassen soll und dabei hat sie eigentlich seine Finger gemeint, weil er halt diese Schwimmhäute hat. Und er hat da so überhaupt nicht dran gedacht. Für ihn war das so gar nicht relevant, daran zu denken tatsächlich. Fand ich einfach sehr interessant zu sehen. Aber es muss ja, wie gesagt, wahrscheinlich, weil wir Menschen halt nicht mehr so viel am Schwimmen sind, wie noch irgendwie früher oder so. Deswegen haben wir keine Schwimmhäute mehr. Oder wir sind halt nicht so amphibisch, weswegen das genetisch natürlich so von uns benötigt ist. Wie viel Wolle haben wir jetzt? 64. Wow, genau 64. Sehr, sehr satisfying. Oh, wie heißt denn das deutsche Wort? Ich mag es nicht, auf Englisch zu reden. Sehr befriedigend. Zack, zack, zack. Sind einfach so Gedanken, die ich manchmal habe. Das sind so Sachen, die mir einfach so in den Sinn kommen. Beziehungsweise ich habe dran gedacht, weil warum auch immer mein YouTube-Algorithmus sich stellenweise denkt, ich weiß, was du willst, Junge. Du brauchst nichts anderes sagen. Du kriegst jetzt Huftrimmung-Shorts. Und ich denke mir jedes Mal so, was?
warum? Also wie Leute neue irgendwie Hufe neu beschlagen, also Pferde neu beschlagen zum Beispiel. Und so weiter und so fort. Und ich denke mir jedes Mal so, warum? Nee, und durch solche Sachen komme ich dann natürlich auf solche Ideen. Wenn die dann eben davon reden, dass das unbedingt gemacht werden muss. Ich denke mir einfach nur so, woher willst du das wissen, dass das gemacht werden muss? Weil die Natur hat sicher irgendwie... Es gibt doch bestimmt einen Grund, warum die Natur so ist, wie sie ist. Und warum die Sachen einfach weiter wachsen. Naja. Ihr könnt ja eure Gedanken dazu, falls ihr dazu irgendwelche Gedanken habt, könnt ihr die ja in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr interessieren, ob ich der Einzige bin. Auch ob ich der Einzige bin, der irgendwie gelegentlich diese Huftrimmungsgeschichten und sowas alles bekommt. Gute Nacht. Kann ich mich mal ein bisschen strecken hier? Ich nehme schon wieder seit der Stunde auf. Aber dafür haben wir dann heute einiges geschafft, würde ich sagen. Wir haben den Marktplatz fertig gemacht und Marktstände aufgebaut. Ja, doch, ich glaube, das passt. Ich glaube, das ist ganz cool. Das sieht ganz gut aus im Endeffekt. Wenn wir hier noch ein paar mit dazu bauen und so weiter und so fort, dann wird das sicher... Macht das noch einiges her. Macht das sogar noch ein bisschen mehr her, denke ich. Ich habe schon überlegt, ob ich irgendwie ein bisschen den Weg noch quasi anders mache, ein bisschen anders markiere quasi oder so. Ja, das ist natürlich jetzt, das wirkt ein bisschen asymmetrisch, weil wir hier ein Zweierweg haben, aber der Brunnen ist nur eins breit. Tatsächlich fängt das so ein bisschen gerade in meinem Kopf an zu sagen, irgendwie passt das nicht ganz, das stimmt nicht, du musst da was machen. Ich habe eine Idee, vielleicht wirkt das ganz gut. Aber dazu brauche ich mehr Sandstein. Hatte ich jetzt hier echt sämtlichen Sand schon geklaut? Und auch das Sugarcane immer mal wieder. Sandstone, aus dem Sandstone kann ich den anderen Sandstone machen. Ja, okay. Ich glaube, das reicht tatsächlich. Für die Idee, die ich gerade hatte. Dass ich den Brunnen einfach eins größer mache. So zur Mitte hin. Genau, also dass der hier genau zwei breit ist. Oder dass ich den generell größer mache. Und dass das Wasser dann auch nochmal in der Mitte nochmal so über den Rest rüber geht. Oh oh, oh oh, Final Fantasy 8 Musik, Balam Garden, oh Gott. Das ist jetzt die Frage, ob der YouTube-Algorithmus immer noch sagt, nee, das ist copyrighted Musik, das darfst du nicht. Ja, genau, so passt das dann. So nehme ich leider nicht mehr hin. Okay. Beziehungsweise, nee, der hier dürfte ja immer noch die Mitte bilden. Genau, und das wird dann hier. Beziehungsweise, die brauchen wir nicht, aber dass wir dann einmal so ringsrum einmal noch so haben. Aber die müssen dann noch eins nach außen. Da, wo der Gehweg ist. Eins und zwei und... Jawohl. Und da auf der Seite ist es dann genauso, ja. Das ist richtig, so. Aber dann müssen natürlich die auch noch nach außen. Zack und zack. Und der müsste dann auch noch eins wieder nach vorne. Genau, und dann machen wir hier zack, zack. War doch zu wenig. Reicht es, wenn ich den hier mache?
Nee, das ist Cut Sandstone. Okay, zurück ans Zeichenbrett. Natürlich, die Mitte muss jetzt auch ein Viererblock sein. Klar, sonst ist es ja auch off-center. Ich habe es jetzt wahrscheinlich viel asymmetrischer gemacht, als es am Anfang gewesen ist. Aber jetzt haut das mit dem Wasser doch auch nicht mehr hin, oder? Ja, genau, das wollte ich nämlich machen. Dass das Wasser dann so noch einmal so ein Wup nach außen macht. Aber dann brauche ich jetzt einfach noch anderes, noch mehr Wasser. Nicht anderes Wasser, sondern mehr Wasser. Aber das da vorne ist doch eher ein See und kein Meer. Na, das hier ist schon das offene Meer, kann man schon sagen. Ich habe zwar jetzt nur 3 weitere Wassereimer gebraucht, aber wahrscheinlich habe ich auch nur einen anderen Wassereimer gebraucht. Einmal da links hinten in der Ecke und einen hier vorne, den ich da nicht platziert habe, weil hat nicht funktioniert. Aber, nee, nein, der war falsch. So nämlich. Ich bin ganz ehrlich, der ist mir jetzt ein bisschen zu stupsig. So, dann bitte einmal mit Erde. Zack, zack. Dann einmal da. So. Und auch hier wieder hat sich jetzt ausgezahlt, dass ich die 4 Eimer hatte. Weil es jetzt genau gepasst hat. Yo. Jawohl, guckt euch das an. Ah, das ist doch schön. Das ist doch schön. So, und hier. Ist er nicht mittig. Von hier aus gesehen. Ist er ein bisschen zu weit links. Wunderbar. Wo müsste er denn hin? Würde ich sagen, das sind dann die hier. Also einmal da, einmal da. Richtig? Der. Das ist der rechte, ja. Das heißt, er muss noch einen nach links gesetzt werden. Damit er wirklich mittig ist. Dann kommt mal her. Ach so, ich habe den falschen Eimer genommen. Deswegen konnte ich das Wasser da nicht wegnehmen. Ich habe mich gerade schon gewundert, so, hä? Warum funktioniert denn das nicht? Mit der untergehenden Sonne und der Reflexion auf dem Wasser und so ist das schon ziemlich cool. Oh, wenn man jetzt aus den Fenstern guckt und die Sterne da sind. Oh, ist das cool. Und hier der Mond, der halt so durch die Fenster reflektiert wird und alles. Minecraft mit Shadern ist halt echt eine coole Sache. Genau, und da ist die Reflexion vom Mond. Oh, ist das cool. Man muss auch einfach mal, selbst wenn man irgendwie in, keine Ahnung, schon die, solche Sachen schon immer irgendwie mal gesehen hat. Und auch in anderen Spielen, die halt irgendwie eine krassere Grafik haben und alles, keine Ahnung, muss man doch so auch wertschätzen, wenn solche Momente einfach da sind. So magische Momente können in allen Spielen vorkommen, egal wie sie aussehen, egal was für eine Art Spiel sind. Und ich finde das gerade, ist gerade einfach eine richtig schöne Sache.
Jetzt können wir hier gucken, wie die Sonne hier reinscheint in die Kirche. Keine Ahnung, warum da ein Erdblock war. Und halt die Sonne über unserem Hügel aufgeht. Und uns die Kühe angucken durch das Fenster oben in der Barn. Schön. Schön. Ah, ich habe gerade ein richtig wohliges Gefühl dabei. Also, und ich ganz ehrlich, das ist eine Sache, die lasse ich mir auch nicht nehmen. Ich lasse mich da nicht irgendwie von Leuten irgendwie bequatschen oder sonst was, die halt mir einreden wollen, dass das doch gar nichts ist oder so, beziehungsweise, dass es nichts Besonderes mehr ist oder. Wenn du so zynisch durch das Leben gehen willst, tu das, aber... Also ist jetzt nicht so, dass mir das irgendwie passiert wäre, aber ich bin halt oft so, dass ich mich immer noch von Kleinigkeiten sehr begeistern lasse. Also so auf so eine kindliche Art und Weise tatsächlich sogar. Dass mir das einfach so ein halt wirklich, das klingt jetzt doof, aber halt immer noch genau dasselbe Gefühl gibt wie als Kind, als ich so eine Sachen zum ersten Mal erlebt habe oder so. Beziehungsweise Minecraft habe ich nicht als Kind erlebt, da war ich schon ein bisschen älter, als das rauskam. Aber es ist halt einfach im Generellen so. Dass Spiele mich immer noch so mit ihrer Magie in den Bann ziehen können. Und es ist auch ganz egal, was für Spiele. Ich habe dieses Jahr mehr Gameboy-Spiele gespielt als irgendwie die letzten 10 Jahre davor. Und ich habe richtig viel Spaß. Ich habe sehr viele Spiele dieses Jahr tatsächlich auch das erste Mal durchgespielt. Das erste Mal gespielt und dann auch durchgespielt und so weiter. Bin derzeitig dabei, alles, was ich jemals angefangen habe zu spielen, durchzuspielen. Beziehungsweise alles, wo ich noch eine Date davon habe. Einige Sachen konnte ich leider nicht durchspielen, weil die Daten nicht mehr da waren. Besonders halt bei meiner PS2, weil eine meiner PS2-Memory-Cards mittlerweile den Geist aufgegeben hat und damit alle meine Daten weg waren. Genau, das ist dann natürlich schade, aber sowas wie die Metroid-Spiele auf dem Game Boy zum Beispiel, die waren so gut. Die sind so gut. Also ich finde auch Metroid 2, obwohl es natürlich irgendwie mittlerweile ein Remake hat und so weiter und so fort, Metroid 2 ist toll. Metroid 2 ist ein richtig tolles Spiel. Und Zero Mission und Fusion und sowas. Ne, Fusion hatte ich früher mal durchgespielt, aber Zero Mission zum Beispiel ist halt sehr gut. Und. Also ich könnte jetzt sehr über einige Spiele schwärmen, aber ich glaube, hier habe ich doch ganz viele Zäune. Ich glaube, das hebe ich mir tatsächlich auf. Weil ich wusste ja noch nicht so ganz, was ich dieses Jahr... ob ich dieses Jahr wieder einen Adventskalender mache. Und ich glaube, ich spoilere euch das jetzt einfach mal. Meine Idee dieses Jahr für Adventskalender ist, über die Spiele zu reden, die ich dieses Jahr das erste Mal durchgespielt habe. Und da einfach über meine 24 Favoriten rede. Und ich habe dieses Jahr schon wesentlich mehr als 24 Spiele durchgespielt tatsächlich. Genau, dann machen wir einfach jetzt hier mal einen 3, 4, 5, 6. Einen. Zack, zack. Einen kleinen Stand in der Ausrichtung, dass der nach dort guckt. Und ich bin auch ehrlich, es ist richtig gut, einfach mal wieder so ein Quatsch-Let's Play zu haben auch. Also wo ich einfach nur quatschen kann, wo ich einfach nur reden kann. Also ich rede die ganze Zeit, ihr wisst, was ich meine, oder? Wo ich so ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern kann und nicht wirklich irgendwas habe, wo ich jetzt extrem darauf achten muss, was im Spiel passiert. Einfach so ein bisschen frei aus der Leber weg mal wieder ein bisschen erzählen kann. Das hatte ich mit meiner Minecraft-Staffel ja auch. Das war ja die totale Baustaffel gewesen. Und da habe ich über alles geredet. Da habe ich irgendwie über Next Gen geredet, was damals Next Gen gewesen ist und jetzt mittlerweile die nächste Generation ist, und einiges davon war sogar gar nicht so abwegig. Und was ich von so einen Sachen halte, habe ich über einige aktuelle Sachen geredet, wo ich jetzt aber versuche, vielleicht in dem Let's Play hier
ein bisschen von abzugehen, sage ich mal. So, dann machen wir einfach mal... machen wir vielleicht hier einen kleineren Stand hin. Da konnte sich jemand keinen größeren Stand leisten. Muss ja nicht immer groß sein. Genau, und hier habe ich das hier falsch gemacht. Beziehungsweise, wenn ich jetzt einfach sage, der sieht einfach anders aus. Ich wollte gerade die Oak Slab darauf machen. Nee, das ist zu hoch. Das passt nicht. Haben wir noch normales Holz? Nee. Wir haben kein normales Holz mehr. Panik. Panik. Alles ist verarbeitet. Es ist vorbei. Ich muss Bäume schlachten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn wir da schon mal dabei sind, können wir hier nach hinten laufen und können direkt noch mal ein bisschen mehr Wolle sammeln. Denn die Wolle brauchen wir ja sowieso für unseren Leuchtturm. Das ist eigentlich das, was immer noch fehlt in Minecraft. Jahreszeiten. Irgendwann gibt's das Season-Update. Ich sag's euch. Das Seasons-Update, wie auch immer. Dass es halt in allen Biomen schneien kann. Oder halt, dass es warm sein kann und dann vielleicht der Schnee sogar schmilzt in Eisbiomen. Nee, das wäre doof irgendwie. Eisbiome sollten trotzdem Eisbiome bleiben. Damit eben sowas wie das Packeis und so weiter einfach nicht einfach schmilzt, weil dann würde das ja nie wieder zurückkommen. Das wäre dann auch ein bisschen doof. Aber abseits davon halt einfach. Das ist halt in anderen Biomen, halt wie hier jetzt im normalen Weidebiom zum Beispiel, dass es hier schneien kann. Oder dass es halt irgendwie so im Herbst Richtung mehr regnet. Im Frühling, im Sommer, dass da mehr Sonnenschein ist und so weiter und so fort halt. So wie Jahreszeiten halt funktionieren, ne? Brauche ich euch ja jetzt, erzähle ich euch ja hoffentlich nichts Neues. Oh Gott, es ist einfach dunkel und man sieht kaum was. Ah, die Reflexion vom Mond auf dem Wasser. Es ist nicht mal, dass ich irgendwie so RTX anhabe oder irgendwie sowas. Das ist es nicht. Aber die Reflexion funktioniert trotzdem gut. Ach ja. Minecraft ist schon ein tolles Spiel. Man kann halt auch nach, so wie ich jetzt, nach 10 Jahren immer noch reingehen und immer noch genau dasselbe machen, wie man immer gemacht hat. Ich wette auch, dass ich viele Sachen einfach komplett uneffizient mache, weil es irgendwelche Sachen gibt, die ich einfach nicht kenne. Bin ich mir sehr sicher. Das ist eigentlich schon fast garantiert, würde ich sagen. Wie gesagt, ich könnte auch einfach die Schafe von da hinten hierher holen. Aber von mir aus sollen sie sich einfach in der Wildnis vermehren. Ich glaube, das machen sie tatsächlich gar nicht von sich aus. Ich glaube, das machen die gar nicht von sich aus. Sondern da muss man als Mensch halt einfach nachhelfen. Ähnlich wie mit dem scharfe Scheren. Wie gesagt, ich weiß halt nicht genau, an welchem Punkt die Natur was wie vorgesehen hat. Oder warum sich Sachen so verändert haben, wie sie sich verändert haben. Aber der Mensch hat jetzt einfach den Stempel drauf gepackt. Schafe müssen geschert werden, weil wir das so sagen. Und dann ist das halt plötzlich so. So. Nee, Moment, ich kann doch hier vorne das einfach weglassen, dann wirkt das nicht so... Ja, das ist es, glaube ich. Das ist es, glaube ich. Das habe ich auch vorher, glaube ich, immer so gebaut. Hatte nur warum auch immer gerade eben nochmal die Reihe da angesetzt. Ja, das sind die. So sind die Marktstände, wie ich sie mir vorstelle. So, dann kriegst du hier auch noch deinen Verkaufstisch quasi. Ja, genau. Dann ist hier halt ein bisschen wenig Platz, aber das... Ist ja nicht so schlimm. Hauptsache hier der Weg hat ein bisschen. Hauptsache der Weg hat so ein bisschen so einen Durchgang. So, hier hat sich jemand ganz viel gegönnt. Wie man so schön sagt. Hier ist jemand ein bisschen ausschweifend mit der Größe seines Platzes. Vielleicht kompensiert er damit was. Keine Ahnung. Vielleicht kompensiert sie damit was.
Also falls ich jetzt das allgemeine Maskulinum verwende, an einigen Stellen seht das nicht als irgendwie Diskriminierung oder irgendwas an. Ich habe überhaupt kein Problem damit, irgendwie richtig zu gendern oder irgendwas. Es ist einfach nur, die deutsche Sprache ist halt die deutsche Sprache. Wie gesagt, ich habe kein Problem damit, wenn sich Sachen ändern, dass sie sich ändern. Aber sich daran gewöhnen und angewöhnen, die Sachen anders zu sagen, das ist eine andere Sache. Das braucht halt einfach Zeit. Also, wenn mir jemand sagt, irgendwie, ich möchte jetzt als sie angesprochen werden und nicht als er oder umgekehrt, dann ist das so und dann mache ich das auch so. Da weigere ich mich nicht. Ich bin jetzt nicht so Didi Hallervorden oder so, der sagt, nee, ich gender nicht, das, wo kommen wir denn da hin? Der ist nicht Sachse, aber, ne? Das ist halt Quatsch. Verstehe ich nicht, warum Leute so manchmal so sind, aber wenn sie meinen, dann sind sie halt so. Da kann man dann auch nicht viel machen. Aber im Endeffekt, wie gesagt, ist es nicht schwer zu gendern, wenn jemand als Person anders gegendert werden will. Es ist aber schwierig, die allgemeine Sprache umzuändern, wenn man die halt irgendwie für 20, 30 Jahre auf eine gewisse Art und Weise redet. Und dann soll man plötzlich irgendwie nicht mehr allgemein zu einigen Sachen er sagen, beziehungsweise der oder irgendwas, sondern dann aufs Femininum wechseln. Das ist halt ein bisschen schwierig. Das finde ich persönlich ein bisschen schwierig. Oder halt zu sagen, das und das innen, ist manchmal so, ist schon ein bisschen schwer, sich daran zu gewöhnen für mich manchmal. Ich weiß nicht, warum Leute da so ein großes Ding draus machen und sich so unbedingt dagegen wehren wollen. Das ist mir unverständlich. Aber im Allgemeinen habe ich dagegen kein Problem, damit kein Problem. Das ist, ich muss mich halt nur dran gewöhnen. Und wenn ich einmal dran gewöhnt bin, zu sagen, er, dann muss ich irgendwie erstmal gedanklich umstrukturieren, dass ich dann sage, sie. So, das ist das, was ich sagen wollte. Nee, ich wollte die Blume nehmen. Für Red Dye. Hatte ich hier oben noch welche drin? Ja, da habe ich rote Tulpen. Aber die sind irgendwie seltener, habe ich den Eindruck, weil davon habe ich kaum welche. Ha. Aber gucken wir erstmal, was wir denn noch so haben, was wir schon gepflückt haben und gehen dann davon aus quasi weiter und schauen dann, was das nächste so für uns bereithält. Was? Was? Weiß nicht, warum der Satz jetzt gerade aus meinem Mund gekommen ist, aber wir schauen mal, was die Kisten für uns bereithalten erstmal. Vielleicht haben wir da noch ein bisschen was. Nee, haben wir nicht. Jedenfalls nicht hier. Und wenn das ausgeschöpft ist, dann können wir eventuell mehr Blumen pflücken, wenn wir sie brauchen. Rote Blumen, rote Färbemittel. Ist es mir als alles egal, welches das ist. Hauptsache es ist der rote Teppich, den haben wir ja noch. Hier sind nur gelbe Blumen drin. Da war keine rote Blume mehr drin. Hier wahrscheinlich auch nicht. Da habe ich wahrscheinlich schon geguckt. Okay, jetzt haben wir hier noch die wir gerade gepflückt haben. Und dann können wir schon mal hier, wo der Leuchtturm hinkommt, können wir hier schon mal rote Wolle aus einem bisschen von der Wolle, die wir haben, machen. Zack, Red Wool. Sehr gut. So wollen wir das doch sehen. So, dann haben wir hier schon mal weiße Wolle, die wir dafür haben. Rote Wolle, die wir halt dafür haben. So. Aber wir brauchen noch so viel mehr. Wir brauchen noch so viel mehr. Frage ich mich jetzt natürlich, wo sollte der Weg abgehen für den Leuchtturm? Der sollte, glaube ich, hier so hingehen. Genau. Ob ich den jetzt per Steinweg mache oder dann bei so einem Weg bleibe, weiß ich auch noch nicht. Dass wir da dann nächstes Mal potenziell ansetzen können. Und dann machen wir hier eine Treppe, die so schräg hoch, so zur Hälfte geht. Und dann schräg da nochmal hoch und dann kommt man da in den Leuchtturm rein. Oder ich mache halt hier unten irgendwie eine Tür rein, dass man hier unten nochmal irgendwie so einen Ort hat einfach. Und der Leuchtturm ist dann wirklich nur, dass der so nach oben spiralisiert und dann nach oben führt. Gen Himmel! Er ist gen Himmel aufgestiegen. Oh nein, da läuft er!
Leben ist Brian. Falls ihr euch gefragt habt, was ich da jetzt schon wieder zitiert habe. Ja, ich habe das Leben des Brian zitiert. Du bist nicht Brian. Nein, ich bin Brian. Ich liebe diesen Film. Einmal im Jahr wird er geguckt, nämlich am 30. Dezember. Da hatte ich irgendwann mal angefangen mit Stormy, also Storm Hunter Lives Geburtstag. Da hatten wir irgendwann mal angefangen, den immer zusammen zu gucken an seinen Geburtstag. Ich glaube, das hatten wir angefangen, als ich ihm den einmal geschenkt hatte. Genau, da waren wir bei ihm. Und während dem Film habe ich einen tierischen Migräneanfall bekommen. Hat mir seine Mom eine Dolamin gegeben und da habe ich dann gelernt, Dolamin oder eine Aspirin, ich weiß nicht, da habe ich dann gelernt, dass diese Tabletten bei meiner Migräne nichts bringen. Ich habe Holzstufen, ja. Habe ich echt keine Steinstufen mehr gehabt? Kann doch nicht sein. Moment, dann bleiben wir, bleiben wir einfach dabei. Benutzen wir das, was wir schon haben. Nehmen wir die hier. Dann kann ich schon mal ein bisschen hier auch aussortieren. Dich brauchen wir nicht, die gelben brauchen wir nicht. Die Schere behalten wir mal dabei. Clayballs. Habe ich offenbar einmal Clay anstatt Sand abgebaut. Genau, und dann die Slabs brauchen wir, glaube ich, jetzt erstmal nicht mehr. Das Holz jetzt auch nicht unbedingt, beziehungsweise mit dem Holz stecke ich mir jetzt dann ab, wie breit und wie und sowas alles der Leuchtturm sein soll. Und die Oak Fences, die brauchen wir auch am besten dafür, um dann direkt so eine Reling für die Treppe zu bauen. Ah, ich nehme vorsichtshalber doch noch das Zeug hier auf jeden Fall mit. Dann kann ich hier schon mal ein bisschen... Nee, das war eine, das war ein Tor. Whoop. So, das sollte reichen. Dass wir die Treppe halt so ein bisschen wie hier machen. Aber dass es dennoch ein bisschen anders aussieht. Weil wir halt jetzt andere Stufen haben. So. Jawohl, der Marktplatz sieht jetzt schon viel mehr nach einem Marktplatz aus. Einfach weil es hier Stände gibt. Und ja, die Stände sind noch nicht, die sind noch nicht komplett fertig, glaube ich. Ich glaube, die bleiben nicht so. So, wie macht man das am besten? Wie will ich das am besten machen? Hoffe ich natürlich auch, dass die klassische Musik hier nicht geclaimed wird. Aber eigentlich habe ich die Lizenz dafür, die zu benutzen. Ob YouTube das genauso sieht, weiß ich nicht. Habe ich die? Ja, gut. Ich habe noch ein paar Steine davon da. Das heißt, wir können auch solche Sachen machen. Dann sagen hier, das ist dann so Fläche. Dann geht's aber ab hier... schon ein Stück höher. Zack. Na, das war vielleicht ein bisschen zu viel Erde weggenommen. Aber dann kommt das schon mal weg. So. Nee, das sieht doof aus. Das sieht doof aus dann. Aber dass wir hier so eine Doppelstufe nach oben haben einfach. Das ist das, was ich gerade versucht habe oder machen wollte, wie auch immer. So, so. Dass wir dann sagen, okay, hier. Und dann können wir an dem Punkt... sagen, hier ist wieder so ein Wendepunkt. Und dann geht's hier zwei rein und dann geht's hier nach oben.
das wird natürlich dann dementsprechend noch angepasst, ist ja klar. Außenrum muss natürlich dann noch das Geländer und so weiter und so fort. Ich will immer Reling sagen. Was ist der Unterschied zwischen Reling und Geländer? Das eine ist der Vizekapitän von Gold Roger. Shoutout zu allen meinen One Piece Fans da draußen. One Piece Fan Freunden. Ihr wisst, was ich meine. Ihr habt den bestimmt verstanden. Was nicht heißt, dass ihr den unbedingt gut fandet. Wahrscheinlich nicht. Das war kein guter Witz. Aber er wollte gerade aus meinem Kopf heraus. Dementsprechend habe ich ihn mit euch geteilt. So, genau. Und dass wir dann hier an dem Punkt... Zack, zack, da eine Fläche haben. Wir gehen also mit dem Treppen noch eins nach oben. Nee, wir wollen eigentlich... Das müsste also eins darunter vielleicht schon ansetzen. Also dann hier, genau. Genau, und dann geht's hier hoch. Mit ein paar Treppen. Und da ist dann die letzte Treppe und dann zack, 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 zack. Und dann ist man hier oben. Dann kommt man hier oben auf der Fläche an. Hi. Ah, Entschuldigung, wollte ich dir nicht ins Gesicht bauen. War keine Absicht. So. Ja doch, genau so. Ich find's cool, wie ich jetzt gerade das Yoshi's Island Map Theme habe. Was einfach von Mal zu Mal immer mehr Instrumente dazu bekommt. Und das ist für mich gerade... einfach so ein Moment, der mega passend ist, weil das Geländer ja auch mehr und mehr dazu gewinnt. Das ist gerade so passend. Also mein Kopf ist gerade richtig begeistert davon, wie das gerade zusammenspielt. Und da ist es auch schon wieder vorbei. Habe ich noch mehr Zäune? Ja, ein paar habe ich noch. Und das ist, glaube ich, sogar fast perfekt passend. Naja, perfekt nicht ganz. Nee, einer noch. Einer mehr, als den ich brauche. Aber ja, natürlich, jetzt ist das noch nicht final. Weil das hängt jetzt alles noch so über. Hier, der Zaun braucht noch so ein bisschen... Ja, brauche noch so ein bisschen anderes. Beziehungsweise, ich kann ja einfach sagen... So, ich fülle hier erstmal so ein bisschen auf. Und lasse das dann wirklich so dastehen. Dass ich nicht unbedingt sogar mehr Erde noch da rein haue, sondern dass es wirklich so... Dass es einfach mal ein bisschen, ne, artificial ist. Dass es... Die Natur wird so gelassen, wie sie ist. Aber wir haben halt... da jetzt eine Treppe mit reingezimmert.
Aber wir brauchen noch ein paar mehr Stufen. Das ist wohl wahr. Weil ich denke, wir haben noch oben ein paar Steine. Genau, wir haben ja noch mehr Steine, die wir auch in Stonebricks verwandeln können. Wir können auch direkt sagen Stonebrick Stairs. Vom Stein selbst aus. Da müssen wir die Stonebricks selber gar nicht benutzen. Haha. Cool. Ich liebe diese Steinsäge. Definitiv eine sehr gute Neuerung, die in Minecraft eingebaut wurde. Genau, dann machen wir das hier so. Und wenn wir denn... So, jetzt möchte ich nämlich einfach erstmal den... generell irgendwie den Umriss und so vom... Leuchtturm gerne hier oben hinbauen, damit ich auch weiß, wie groß die Fläche sein muss. So, hier haben wir auf jeden Fall dann die Eingangstür. So, machen wir es noch eins breiter. Machen wir es noch zwei breiter vielleicht. Dann kommt hier so, dass es annähernd rund ist quasi. Zack, zack. Und dann 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir bräuchten dann hier noch. Und dann muss es nach hier raus noch ein bisschen größer werden. Brauche ich so einen riesigen Leuchtturm? Also muss der wirklich so üppig sein? Ich glaube fast nicht. Ich glaube, so ein irgendwie ein schmaler Leuchtturm wird es auch tun. Es müssen nicht immer gigantische Bauten sein, die ich hier mache. Ich meine, ich wüsste sowieso nicht, was ich in der Mitte von dem Leuchtturm bauen soll. Also im Leuchtturm selber meine ich jetzt. Machen wir jetzt so. 1, 2, 3, 4 haben wir hier trotzdem. 2, 3, 4. Ne, Moment. Das hatte ich jetzt schon wieder falsch gebaut. Und jetzt regnet das auch noch. Ich glaube, das ist tatsächlich sogar ein... wie nennt sich das? Ein Gewittersturm? Ne, Gewittersturm war was anderes. Aber halt auf jeden Fall ein Wetter, in dem man wahrscheinlich schlafen kann. Weil ich bin der Meinung, ich hatte es donnern gehört. Ihr auch? Habt ihr das donnern gehört? Nein. Habt ihr auch richtig zugehört? Nein. Oh Gott. Da ist die Aufnahme echt 2 Stunden lang geworden. Na gut, ich werde jetzt noch die Umrandung des Leuchtturms fertig machen. Damit ich die so ein bisschen fürs nächste Mal dann habe. Und dann können wir uns nächstes Mal potenziell dem Leuchtturm widmen. Ja, mit der Treppe bin ich auch noch nicht so ganz zufrieden. Das schwebt jetzt alles irgendwie so ein bisschen vor sich hin. Auch mit dem Zaun drumherum und so. Das ist alles noch nicht final. Okay, was hatte ich hier jetzt? Ich habe hier immer noch 4. 4, zack. 2, 3, 4. Dann hier. Und das ist jetzt schon asymmetrisch. 1, 2, 3, 4. Hä? Achso, weil da immer noch 2 sind. Ach. Ich dachte, das hätte ich schon einmal auseinandergebaut. Aber wenn ich das jetzt so baue, dann ist das ja nicht wirklich rundlich. Oder? Nee, das passt. Das passt von der Form her. Ja, und das ist auch von der Fläche her in mehr als genug. Dann haben wir hier nämlich die
haben wir hier die Türen. Also hier kommen dann Türen rein. Und wie gesagt, das Holz, das bleibt jetzt nicht. Das ist jetzt nur für mich, um so schon so eine Vorahnung zu haben, wie es denn hier im Endeffekt aussehen wird. Muss ich hier diesen Überhang auch theoretisch gar nicht machen? Dann ist dieser Überhang auch gar nicht nötig. Können wir hier die natürliche Klippe tatsächlich auch wieder hinbauen? Back to Sender quasi. Back to Sender! So, okay. Ja, und da kommt dann halt der Leuchtturm hin in all seiner rot-weißen Pracht. Ketchup Mayo quasi. Ja. Und das haben wir heute gemacht. Wir haben heute den Marktplatz aufgebaut. Und wie gesagt, der sieht jetzt schon durchaus ein bisschen belebter aus. Sieht viel eindrucksvoller aus einfach. Und es wirkt auch mehr wie ein Marktplatz, weil viel mehr Fläche ist. Genau. Und dort, und die Treppe haben wir auch gebaut und haben auch ein bisschen Zeug gefarmt und so weiter und so fort. Also, ja. Die Zeit vergeht dann doch viel, viel schneller, als man denkt, wenn man Minecraft spielt. Genau. Aber ich werde eventuell zwischendrin das Spiel einfach ein bisschen laufen lassen und ein bisschen noch meine Schafe weiter scheren, damit ich halt genug Wolle habe, um auch einen großen Leuchtturm draus zu basteln. Ich habe mir noch keine Gedanken drum gemacht, wie genau ich das dann mit dem Redstone machen möchte und mit dem Licht und sowas allem. Da bin ich immer noch nicht weiter als vorher, weil ich da mich noch gar nicht drum gekümmert habe, da vielleicht mal was auszutesten. Was aber nicht heißt, dass das nicht in der Zwischenzeit passiert. Mehr Schafe, mehr Schafe, mehr ihr Schafe, mehr ihr Schafe. Na gut, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge von Let's Play Minecraft Staffel 3. Beim nächsten Mal fangen wir dann vermutlich den Leuchtturm an. Wenn nicht, machen wir Materialbeschaffung. Vielleicht machen wir auch unser erstes Abenteuer und gehen auf eine Höhlenerkundungstour. Denn da hat sich ja auch so einiges getan seit dem letzten Mal. Und dementsprechend würde ich sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Das war's mit dieser Folge. Und tschüss. Bis dann.